Und damit willkommen zu Wie und Warum zähme ich einen Hesperornis? Wenn du diese Ente zähmen möchtest, solltest du ein wenig Geduld mitbringen. Sie möchte ohne Gewalt per Hand gefüttert werden. Dazu ist sie noch recht wählerisch. Kleiner Pisser. Ohne einen ganzen Fisch wirst du keinen Erfolg haben. Töte Fische und bringe die Leiche zu ihr. Nach jedem Verzehr gibt es einen Cooldown. Die Zähmgeschwindigkeit ist überschaubar. Doch es gilt, je größer, desto besser. Dummes Arschloch. Auch wenn das Ganze viel Zeit in Anspruch nimmt, solltest du die Umgebung im Auge behalten. Erleidet die Ente Schaden, geht es von vorne los. Du hast sie gezähmt? Glückwunsch! Es gibt aber noch einen besseren Weg. Und zwar durch die Unterstützung von einem Ichthyornis. Die Beute, welche von ihm erlegt wird, ist mit einer Aura markiert. Normalerweise ist jetzt beim Abbau die Chance für erstklassiges Fleisch erhöht. Fütterst du jedoch diesen Fisch deiner zukünftigen Ente, ist sie so gut wie gezähmt. Nun stellt sich die Frage, lohnt sich der ganze Aufwand für eine dumm grinsende Ente mit Aggressionsproblemen? Sie erjagt selbstständig Fische und verspeist sie. Dabei erzielt sie immer einen One-Hit. Wenn ein weiblicher Hesperornis 5 Fische gefressen hat, passiert etwas Magisches. Zurück an Land braucht es nur ein wenig Geduld und schon legt die Ente ein Ei. Das macht sie in Dauerproduktion. Dieses Ei können wir im Kochtopf zu Öl verarbeiten. 12 Einheiten pro Ei. Doch nun zur Besonderheit. Selten kann es passieren, dass ein goldenes Ei gelegt wird. Es ist nicht nur schön anzusehen. Wenn du es deinen kleineren, nicht reitbaren Dinos zum Fressen gibst, erhalten sie für 10 Minuten einen 500% EXP-Bonus. Zu sehen an der Aura. Größere Dinos erhalten dadurch einen 10% Bonus. Du selbst kannst das Ei auch für die 10% Bonus EXP verzehren. Wir können aus dem goldenen Ei auch ein Trockenfutter herstellen. Dafür benötigen wir als erstes eine Lazarussuppe. Aus folgenden Zutaten. Diese, zusammen mit dem Ei, 5 Fasern, Riesenbienenhonig und 10 Mäobären ergeben überragendes Trockenfutter. Damit kannst du zum Beispiel den Griffin, einen Megalania, ein Thyla Soleo oder den Euteranus sehr leicht zähmen. Ansonsten hat die Ente absolut keinen nennenswerten Nutzen. Also weiter mit der Paarung. Als vorbildliche Eltern unternehmen sie alles, um das Ei warm zu halten. Schnell hast du deinen Nachwuchs. Sieh dir an, wie niedlich der kleine Enterich ist. Tollpatschig, aber liebenswert. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Hesperornis zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier eine Playlist. Du kannst mir aber auch gerne ein Abo dalassen.